Peggy 12. Neos Film ist eine Filmproduktionsfirma, die sich jetzt auch seit 2 Jahren in der Storyentwicklung für Games engagiert. Uns gibt es wirklich schon ein paar Jahre. Wir sind in München und in Ludwigsburg ansässig. Und einige Projekte, die man nennen kann, wäre zum Beispiel Französisch für Anfänger, das im Kino war, oder letztes Jahr Jane's Journey. Wir sind jetzt seit 2 Jahren auch aktiv in der Geschichten-Story-Entwicklung für Computerspiele tätig und jetzt brandaktuell für Koch Media für die Geheimakte 3. Wir fanden die Sache wirklich gut, weil wir sind bei Neos alle ziemlich euphorische Gamer auch, neben unserer Filmleidenschaft, und haben schon seit längerem uns damit beschäftigt, eben Story-Entwicklung für Games, weil wir gerade auch aus Amerika viele AAA-Spiele auch gespielt haben, die eben auch mit der Hilfe von Kreativen aus dem Filmbusiness halt gemacht worden sind und die teilweise wirklich fantastische Geschichten, Dialoge und auch Darstellerführungen gehabt haben und einfach schon wirklich Emotionen vermittelt haben. Mit der Entwicklung von Geheimakte 3 gehen wir jetzt auch mit unseren Autoren ein bisschen neue Wege, weil die Geschichtenentwicklung für Film, Fernsehen und für Games sich in einigen Bereichen unterscheidet. Der große Vorteil an filmerfahrenen Autoren, an Drehbuchautoren, ist ja, dass sie Geschichten erzählen können, die auf dem Bildschirm funktionieren. Für die Entwicklung von Geheimakte 3 gab es sozusagen verschiedene Stoffvorschläge. Der Stoffvorschlag, der dem Publisher am besten gefallen hat, stammt von 3 Autoren. Die Autoren, die kennen wir noch von der Filmhochschule und wir kennen sie auch von noch gemeinsamen LAN-Partys, die wir dann in der Bavaria des Öfteren mit befreundeten Produktionsfirmen veranstaltet haben. Und da haben die mitgespielt und die waren immer schon sehr Games-begeistert. Ja, ich bin, glaube ich, in unserem Trio bin ich der größte Zocker. Und Adventures waren immer auch eine große Leidenschaft. Also schon zu 64er Zeiten, als ich noch Manic Mansion gespielt habe, hat mich das wahnsinnig fasziniert, eine Geschichte erzählen zu können, die in Form von Rätseln verpacken zu können, logische oder auch manchmal verrückte Rätsel bauen zu können. Also wir sind zu dritt, wir arbeiten im Team und arbeiten auch in allen Schritten zusammen, aber wir haben Schwerpunkte. Also der Dirk Ahner ist sehr genreerfahren, was ungewöhnlich ist in Deutschland. Er kennt eben die Regeln des Genres und kann mit ihnen umgehen. Der Florian Iversen wiederum kommt vom Soap-Bereich. Er hat viel Dialogpolishing gemacht, Step-Outlights entwickelt. Er kann sehr gut Charaktere entwickeln und sie in Dialogen greifbar machen. Und ich wiederum bin auch Autor, aber ich bin auch Regisseur, ich denke sehr visuell und habe immer die ganze Geschichte im Kopf und bin deswegen auch eine gute Schnittstelle zu den Spieleentwicklern. Du bist ja nicht an Drehorte gebunden, du bist ja an nichts gebunden, was du finden musst, sondern du kannst ja alles schaffen. Du kannst dir die verrücktesten Sachen einfallen lassen, es ist halt alles möglich. Du kannst dir die verrücktesten Maschinen überlegen, du kannst dir Dinge überlegen, die gegen die Elemente sind. Und ich glaube, das ist natürlich etwas, das sprengt den normalen Rahmen eines normalen Films. Und da ist natürlich ein großer Reiz, sich da mal auszuprobieren. Wir spielen uns gegenseitig die Bälle zu. Wir probieren Ideen aus. Jeder darf sagen, was ihm einfällt. Und wenn es noch so bekloppt ist, sage ich mal. Und dann dürfen die anderen beiden ihren Senf dazugeben. Und am Ende des Tages einigen wir uns dann auf was. Und das ist wirklich so, die beste Idee gewinnt. Also der Unterschied zwischen einer Filmdramaturgie und einer Dramaturgie beim Computerspiel ist die Unmittelbarkeit. Bei einem Film habe ich durchgehend 90 Minuten Zeit, die Geschichte zu erzählen, von Minute 1 bis zu Minute 90. Bei einem Computerspiel, also bei einem Point-and-Click-Adventure, habe ich Inseln dafür. Dazwischen liegt die Spielzeit und auf die habe ich nur bedingt Einfluss. Ein Spieler braucht eine halbe Stunde für ein Rätsel, ein anderer braucht 3 Stunden für ein Rätsel. Und ich muss die Inseln jetzt nutzen, um möglichst starke und emotionale Cliffhanger zu erzählen, die mich über die Spielzeit tragen
Und ich muss auch während der Spielzeit schauen, in Absprache mit dem Rätseldesign, dass ich immer wieder Informationen setze, die mich neugierig machen, die mich an dem Spiel dranhalten. Der Spieler kann nach rechts und nach links gehen und man muss für beide Fälle vorbereitet sein. Dieses non-lineare Erzählen, das gibt ganz neue Möglichkeiten und Chancen, ist aber auch tricky, weil man irgendwie ganz anders denken muss, dramaturgisch denken muss, gerade um Leerlauf zu vermeiden. Ein weiterer interessanter Unterschied zwischen Computerspiel und Film ist die Dualität der Motivation. Bei einem Film, also bei einem guten Film, sind Zuschauer und Hauptfigur eins. Also der Zuschauer folgt der Hauptfigur durch die Geschichte. Bei einem Computerspiel gibt es zwei Motivationen. Es gibt die Motivation der Hauptfigur, die muss schlüssig und stimmig sein, also vor allem auch in den Cutscenes. Und es gibt aber auch die Motivation des Spielers. Also wenn ein Spieler 3 Stunden lang an einem schwierigen Rätsel sitzt, dann muss ich ihm klar machen, warum er dieses Rätsel lösen soll. Und diese Motivation ist nicht immer deckungsgleich mit der Motivation der Hauptfigur. Es gibt halt immer wieder Momente, wo man dann sagt, okay, dann muss das Rätseldesign auf eine bestimmte Art und Weise sein. Und dann ist die Frage, wie nähert man sich an?